Johnny ist einfach ein kleiner Jumpscare. Jedes Mal. Glaubst du, ich bin eines Tages so aufgewacht? Das ist das wahre Leben, kein Märchen. Ich bin eine Frau. Das erfordert Opfer. Ich harte Arbeit. Hallo, Susi. Was starrst du so? Wenn du was zu sagen hast, spuck's aus. Der schreit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Ich helfe so wie du heute. Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mox vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mox mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Abgehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mox damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mox gehen vor. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Also, ich muss aber schon sagen, Susi war gerade super pisst. Und hat aber dann jetzt doch ziemlich viel erzählt, obwohl sie mich nicht kennt. Ich bin einfach vertrauenserweckend. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Wirtschaft, oder? Geiler Scheiß, bin sogar ich. Der Magier steht für Selbstvertrauen und die Anpassung an verschiedene Situationen durch Intellekt und Willenskraft. Der Magier ist ein Intrigant, der immer noch einen letzten Trick parat hat und der trotz aller Widrigkeiten zurechtkommt und die Kontrolle über sein eigenes Schicksal behält. Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs im Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Vi. Was, kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Also dafür müsste man Keanu Reeves Filme kennen und ich weiß, dass Kupfermünze die wahrscheinlich nicht kennen. Richtig. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film gesehen, wo er... Warum renne ich eigentlich hier so lang? Hier muss ich gar nicht lang. Wenn ein Phantomjugend plötzlich tödliche Folgen hat, Fremdkörper. Auch was zum Realismus beiträgt, es braucht einfach jemand zu reden. Ja, klar, wenn es danach geht, kannst du in jedem Charakter auch die Gründe sehen, warum halt jeder so ist. Ich finde es halt nur immer so, ich kann es halt immer nicht nachfühlen. So, wenn ich jemanden nicht kenne, dann rede ich halt nicht mit ihm. Ich kenne nur das Haus am See, aber ich denke, der ist nicht gemeint. Das Haus am See, das klingt nach einem Lied von Peter Fox. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Mit Orangenbaumblättern.
Ich habe 20 Kinder und eine Frau, die wie schön. Alle kommen vorbei und wollen sie tanzen sehen. Ja, Matrix und John Wick habe ich halt nie geguckt. Ich weiß nur, dass bei Matrix Will Smith noch mitmacht, richtig? Und Matrix ist das mit dem Geblitzdingst. Aber das habe ich nie geguckt. Und John Wick weiß ich nur, dass da irgendwie, glaube ich, ein Hund stirbt. Das ist alles, was ich weiß. Ach, das ist Men in Black. Dann ist Matrix das, wo die sich so komisch nach hinten biegen können, wenn die auf die geschossen wird. Und das ist auch Men in Black. Das ist halt Filme. Ich sollte einfach nichts sagen, was mit Film zu tun hat, weil ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts. Ich habe in meinem Leben nie Filme gesehen, fühlt. Hast du Keanu Reeves Filme zu Hause, Susi? Nee, das ist es halt. So normalerweise so Matrix und so wird mich jetzt nie catchen. So alleine. Ja, Filme, ne? Ist schwierig. Hab gehört, du hast gestern 50% Rabatt auf alles angeboten. Hä, wohne ich nicht hier in dem Haus? Sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Tödliche Folgen hat. Fremdkörper. Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Wenn ein Phantom das gehört zum Allgemeinwissen dazu. Aber ich habe eher Fachwissen. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einer Halbhirntoten auf eine Nuttenjagd in einen Puff geschleift. Also ich habe richtig Spaß. Ja, das stimmt. Und Hancock haben wir geguckt. Arasaka und die Tiger Claws stecken unter einer Decke. War das Hancock? Ich weiß es nicht. Aber den fand ich gut. Aber die Straße hat eigene Gesetze. Die sind Abschaum. Gangs machen die Drecksarbeit, damit kein Anzug schmutzig wird. Überrascht dich das? Nein. Ich meine, wenn Evelyn verschwinden will, besonders vor Arasaka, braucht sie was Besseres. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Aber Susi, denkst du, News. Ich wenn bin ich einen Film gesehen habe mit Keanu Reeves, dass ich ihn dann auch feier, sodass ich dann auch Fan von Keanu Reeves bin? Hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals war dass ich den Hype dann hier irgendwie nachvollziehen kann? Resident Evil Filme? Oh, das können wir nicht abends gucken, Susi. Weißt, ich konnte gestern schlecht schlafen. Wegen Phasmophobia. Ich möchte trotzdem weiter Phasmophobia spielen. Willkommen im Cloud, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment bitte. Ich denke, Sie wissen, was ich suche. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen.
Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Anpassen. Ich glaube, nach dem Dialog muss ich mal kurz leveln. Weil... Hier konnte ich gerade was nicht machen, weil ich es nicht gelevelt hatte. Vielleicht kann ich noch ein paar Punkte ausgeben. Whitey ist sich sicher, dass ich dann Fan von Keanu Reeves bin, okay. Weiß ich nicht, wir gucken mal. Aber der ist einfach ein toller Schauspieler und auch als Mensch einfach toll. Muss ich mich jetzt auch noch privat mit seinem Privatleben beschäftigen? Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Verlinken Sie sich bitte. Bitte. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kundin rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Warum steht hier 50 Meter, wenn ich davor stehe? Verlinken Sie sich bitte. Ich glaube, es wird mir niemals passieren, dass ich so ein Fan von irgendeinem Dude werde. Naja, was heißt Fan? Es gibt schon Künstler, die ich mag, weil sie gute Musik machen oder gute Musik machen, aber... Verlinken Sie sich bitte. Bei Schauspielern ist mir das noch nie passiert, tatsächlich. Er hatte kein leichtes Leben. Ich habe mal gehört, dass er, wenn er mit Frauen Fans Fotos macht, nie die Arme um sie legt, beziehungsweise nur locker und sie nicht mit den Händen berührt, damit er keinen Stress mit den Partnern bekommt. Gibt ja auch so andere Beispiele. Verlinken Sie sich bitte. Ne? Die dann einfach halt die Fans begrapschen, während Fotos gemacht werden. Das ist aber auch echt widerlich, muss ich sagen. Der hat doch auch eine Frau. Ist sie nicht sogar mü älter als er? Was ja nicht schlimm ist, aber ich meine, sie hat auf jeden Fall, wenn dass ich so eine Erinnerung habe, schon gut graue Haare. Was ja auch nicht schlimm ist, aber gut, ich weiß auch nicht, wie alt er ist, ehrlich gesagt. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sein. Was ist das für ein Ladescreen? Okay. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein?
Angel oder Sky? Warum machst du das Bild weg? Ich nehme lieber Sky. Sky hat eine schöne Frisur. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Okay, wir haben gesagt, wir spielen das Spiel mit. Hier, bitte. 500 Eddies. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Sky erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Wo genau soll ich die lassen? Keine Sorge, all Ihre Spielzeuge sind bei uns sicher. Wo soll ich die verstauen? Ach, hier vielleicht. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Traurig. Fick dich ins Knie, Johnny. Es gibt keinen Grund, drinnen Waffen zu tragen. Schreib, Nico. Susi ist ready. Ja, er klingt sehr anständig. So, was ihr so in den Chat schreibt, auf jeden Fall. Er ist 59, sie ist 50. Sie ist 50? Sind bei uns sicher. Also, wenn ich das richtige Bild vor Augen habe, hätte ich sie tatsächlich älter geschätzt. Aber ich glaube, das machen die grauen Haare tatsächlich. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Ich habe bloß ein paar Waffen einstecken, dauert einen Moment. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so wohl fühle. Wir müssen in Kabine 9. Die Immunität? Na, ich hab gesagt, Susi ist ready. Kannst du das jetzt nicht so drehen, wie du willst? Ich mach die einfach mal aus. Du musst echt eine Perverse sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Befürchte, also vielleicht brauchen wir das. Also. Hier sind Geräusche und so. Vielleicht müssen wir hier noch irgendwas mit schmuggeln und so. Mach mal die Kameras aus. Hier draußen waren auch noch welche, richtig? Komm nicht mehr raus, verdammt. Weggucken, Chat. Was ist die wieder an? Ich glaube, die ist wieder an. Es hat einfach gar nichts gebracht. Ja, warte, wo geht's rein zur Kabine 9? Hier. Zwischen diesen Schenkeln könnte ich versinken. Was soll das heißen, echt? Die besteht nur aus Nullen und Einsen. Du meinst, ich kann sie um alles bieten? Also ganz egal was? Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben sie nicht. Nein, Alter! Ich spreche jetzt lieber hier mit dir! Weißt du, wer ich bin? Hey, Nico, zieh mich da nicht mit rein! Ich glaube, es hat nichts gebracht, die Kameras zu deaktivieren. Die sind einfach wieder an. Ich bin Sky.
müssen wir sie und du musst Valerie sein. Wie? Nur wie? Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Okay. Wie? Okay, wir setzen uns hin, Chat, aber ihr müsst mir versprechen, die Augen zuzumachen, wenn es ein bisschen prickelig wird. Das könnte interessant werden. Okay, wie? Du stirbst also. Woher weißt du, dass ich sterbe? Tief in deinem Innern fürchtest du es. Versteckst dich vor der Furcht. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Sieh dich um. All das kommt aus dir. Was kommt aus mir? Welche Spiegel? Da ist was in diesen Spiegeln. Weit weg. Es ist eine Projektion. Deine innere Natur. Hä? Was für Spiegel? Genau, was ich gebraucht habe. Therapie mit einer Robonutte. Es ist nicht meine Absicht, dich zu analysieren. Sowas tue ich nicht. Ich bin hier, um dein tiefstes und geheimstes Bedürfnis zu erfüllen. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten. So viel ist klar. Nur nicht die, die du zu brauchen glaubst. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker? Sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Antworte einfach. Sag mir, wo Evelyn ist. Ich habe keine Zeit zum Philosophieren. Warum sagt mir die Managerin, dass sie hier nicht mehr arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Evelyn hatte ihre eigene Geschichte, ehe sie mit deiner kollidierte. Aber ich weiß, du wirst sie finden. Du kriegst immer deinen Willen. Susi, wo guckst du hin? Das habe ich wegen dir auf Schlüpper geguckt. Aber ja, der ist hässlich. Chat Woran hat sich wieder lieb. Du gerade? Ich dachte, hier werden meine tiefsten Wünsche erfüllt. Sowas habe ich nicht erwartet. Wenn Wünsche unerfüllt bleiben, werden daraus Bedürfnisse. Wir greifen nach ihnen und in dein Innerstes, um dich zu verstehen. Und was brauche ich so dringend? Du musst akzeptieren, dass du schon mal gestorben bist. Wieder anfangen zu leben. Akzeptieren. Klar, ich leg mich einfach hier hin und warte auf, was auch immer. Blödsinn. Du willst, dass ich aufgebe. Du hast Angst, weil du deine Träume aufgegeben hast. Was ist daraus geworden, die Beste in Night City zu werden? Guck mal, Susi. Das sah jetzt alles noch schlimmer aus. Tut mir leid. Ja, ist gut so, Nico. Ist auch nichts für junge Menschen. Hier sieht ihre Frisur nicht so schön aus wie auf dem Bild. Hätte ich mal lieber Angel genommen. Vielleicht hat er keine Leoprint-Schlübi an. Vielleicht. Ich will immer noch die Beste sein. Das habe ich nie aufgegeben. Ich will die allerbeste. Aber die Chance, das noch zu schaffen, wird immer kleiner. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war. Dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden, als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden, anders als jetzt? Wir legen uns jetzt hin, Chat. Rede mit mir. Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder nur eine nervige Stimme im Kopf eines Fremden. Du siehst den Tod nicht als Zerstörung oder das Ende, sondern als Veränderung.
Das allein könnte dein Leben retten. Ich habe Angst, jemand anderes zu werden und zu vergessen, wer ich bin. Du wirst schon jemand anderes. Jede Sekunde, jeden Tag. Trotzdem, ich spüre eine Verbindung zu meinem früheren und zukünftigen Ich. Was du wirklich fürchtest, ist jemand zu werden, den du nicht mehr wiedererkennst. Das Schlimme ist, ich weiß, wer ich werde und das will ich nicht. Ich will nicht Johnny Silverhand werden. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Und das wäre? Sagst du es mir? Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird es auch jetzt nicht. Chat, wir können sie berühren. Berühren. Wollen wir sie anfassen oder ne? Wollen wir sie antatschen? Ja oder nee? Warum nicht? Der ist doch nett. Johnny ist mir ein bisschen zu selbstbewusst. Ist mir ein bisschen drüber. So, ja, ich finde das mit den Augen auch. Es seht es mal, wenn du mit einer Person sprichst. Ja, das ist die Emotes wirklich sehr besonders, Julia. Ist das von Frau Zockersucht oder was ist das? Wenn du, wir hatten das vorhin auch, wo wir mit Rogue gesprochen haben. Und als sie dann halt quasi telefoniert hat in ihrem Kopf, haben ihre Augen auch so geleuchtet. Und ich finde das auch gruselig. Julia hat gesagt, nicht anfassen. Der Rest vom Chat unterhält sich. Aber wir haben auch genug gehört. Samurai. Sieht gleich ganz anders aus. Das blöde Ding hat mich rausgeworfen. Ich muss mit dir reden. Reden? Du hast die Notbremse gezogen und mich rausgeholt. Zum Reden? Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Evelyn Parker, was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme, ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Jetzt Leute wie du spazieren hier rein. Ja, die hat plötzlich Falten, ne? Vergiss es. Geben wir ihr Geld? Ist das eine Art... Du musst mir helfen. Bitte. Ich bin keine Bedrohung und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Nicht die Schlüpper. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt. Einen Tag bist du drin, am nächsten weg vom Fenster. Ist hier in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Ein Kunde hat sie angegriffen? Ich glaube schon, ja. Ist echt aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsleute sind reingestürmt. Danach war's ruhig. Hier kommt man nicht her, um Fragen zu stellen. Du hörst nichts, siehst nichts. Und hältst den Kopf unten. Wo ist es passiert? In ihrer Kabine. Ich sagte doch, es war ein Kunde. Willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer? Die 11. Ist die Kabine gerade besetzt? Nein. Ich glaube, die ist seitdem außer Betrieb. Ich muss irgendwie in die Kabine kommen. Ach ja? Und dann was? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Sicher.
Aber lass mich bloß in Ruhe. Rede mit Tom. Wer ist Tom? Eine Puppe, wie wir alle. Was dachtest du denn? Ein Expedi-Star? Wo finde ich ihn? VIP-Bereich. Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du? Warst ja doch ganz brauchbar.